Heute zeige ich euch, wie man so einen kleinen Hasen macht. Auch mit so einem Puschelchen hinten dran. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht zweimal 60 cm Paracord, eins für Öhrchen und Bauch und eins für Kopf und Bauch. Ihr braucht so ein, ich kenne es als Knopflochseide, das ist so ein reißfester Faden, ähnlich wie ein Sternzwirn. Davon braucht ihr auch 60 cm, der wird doppelt gelegt. Das ist dieses Fädchen hier. Für den Puschel braucht ihr Paracord in Typ 1, das andere ist Typ 3. Und am besten so eine Nadel, das erleichtert das Ganze dann, um es durchzufädeln. Des Weiteren so ein Anhänger, da gibt es sicherlich auch andere. Dann ein Feuerzeug zum Abflammen, Schere zum Schneiden. Und so eine kleine Zange ist auch immer ganz hilfreich, gerade wenn es ein bisschen fummeliger ist und man keine gescheiten Fingernägel hat. Damit man das Paracord durch diese kleine Öse gut durchbekommt, schneidet ihr das Paracord erst glatt ab, flammt es an und schneidet es dann schief ab. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Ich habe ja hier diese offene Kante, die ist dann zugeschweißt. Damit kommt ihr dann relativ gut dadurch, zur Not auch mit der Zange nachhelfen. So, für die Öhrchen, damit man das alles schon mal vorbereitet, das nehmt ihr in der Mitte, knotet den Faden fest. Moment. Zwar gehe ich immer her und mache diesen, ich kenne den als Chirurgenknoten. Also ihr macht einmal eine Schlaufe, zweimal eine Schlaufe und das zieht ihr dann gut fest. Und dann einfach noch einen kleinen Sicherungsknoten hinterher. Dann habt ihr schon mal die Mitte. Um die Öhrchengröße zu bestimmen, lege ich immer meinen Finger hierher und wickel den einmal hier rum. Das ist dann schon mal ein Ohr ungefähr. Also wer größere Ohren mag, macht eine Schlaufe größer. Kleinere Ohren gehen genauso. Der Hund macht wieder Krach. So. Da macht ihr dann denselben Knoten mit drauf. Das ist dann etwas friemeliger. Ja, komm her. Ja, es funktioniert nicht so schön. Ich habe da immer eine Klammer normalerweise. Auch gut festziehen wieder. Hier gut festziehen. So. Danach hole ich den Knoten auf die andere Seite. Einmal einen ganz einfachen, weil ich ja dann auf der anderen Seite weitermache. Also ihr habt ja jetzt hier ein kurzes Ende, das ist fürs Öhrchen draufgegangen. Und das gleiche braucht ihr jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, ihr legt euch das so zurecht. Schaut, dass das Ohr dieselbe Größe hat. Und macht dann hier auch nochmal einen Knoten. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht, ich habe da mal was vorbereitet. So sieht es dann aus. Wenn ihr den Schlüsselanhänger da dran gefädelt habt, war ich auch vorbereitet, dann sieht es so aus. So. Jetzt geht's los. Da wird ein ganz simpler, einfacher Diamantknoten dran gemacht. Ich lege dazu immer meinen Finger hier rein. Ich hoffe, ihr seht das. Einer vorne, einer hinten. Der, der hinten ist, den klappe ich hier über meinen Finger drüber. Den vorderen lege ich über den anderen Finger, und zwar, dass hier so eine Schlaufe entsteht. Und das untere Ende ist auf der rechten Seite. Und hier mache ich einfach eine Schlinge und die lege ich über diesen anderen drüber. So. Der untere, der geht
unter dem Cord durch. Der bildet dann hier so eine Schlaufe. Dann muss das hier gefädelt werden, und zwar über diesen drüber, da durch und hier wieder über den drüber. Also im Endeffekt, so sieht es dann aus. Das wird festgemacht. Und dann habt ihr wie so ein keltisches Knoten Gedöns. Damit jetzt hier ein Diamantknoten draus wird, nehmt ihr diesen oberen Cord, der oben rausragt, gebt ihn unten entlang. Da ist es ganz wichtig, dass der an dem hier vorbeigeht und in der Mitte rauskommt. So. Der zweite, der hier unten rausschaut, der wandert auch hier entlang an dem vorbei und unter diesen Cords in die Mitte. Jetzt könnte man es theoretisch festziehen. Dann hätte man einen Diamantknoten, den müsste man nur noch nach oben fummeln und dann könnte man einen anderen Anhänger draus machen. Aber es soll ein Häschen werden. Ihr lasst den unten offen, zieht den ein bisschen fest. Diese Lücke hier unten, da werden die Öhrchen jetzt reingefädelt. Die gehen hier durch. Und jetzt halt aufpassen, dass das rechts und links von eurem Verschluss oder von eurem Anhänger rauskommt. Dann fixiert sich das nämlich. Dann zieht ihr das Ganze fest. So, also fest, relativ. Dass mal ein Anfang gemacht ist. Und dann geht's los. Der erste, der kommt hier raus. Den zieht ihr so weit runter, dass man ungefähr das dann in die Mitte reinbekommt. Also, ja, ich hoffe, ihr seht, das sind nur ein paar Millimeter, die das hier rausschauen. Dann wie bei einem normalen Knoten häppchenweise festziehen. Immer im Kreis, bis es da unten wieder rauskommt. Und das ist so eine kleine Hilfe für die, die noch nicht viele Knoten gemacht haben in der Art. Ich nehme jetzt hier mal diese Nadel, der, wo hier verschwindet, das ist ja der hier unten, der hier, der da mehr oder weniger in einer geraden Linie ist, das ist der hier oben. Damit findet ihr den eigentlich immer sehr, sehr leicht. Also gerade wenn ihr immer im Kreis rumarbeitet, das, ja, für mich ist es schon fast selbstverständlich. Ich hoffe, das kommt so rüber. Jedenfalls zieht ihr den dann auch einfach fest, immer im Kreis rum. So, dann haben wir den hier schon wieder. Wenn ihr noch nicht so ganz zufrieden mit eurem Knoten seid, dann könnt ihr auch immer noch hergehen mit der Zange fester nachziehen, damit sich das mehr schließt. Dann muss auch, dass sich das Öhrchen hier nicht so, also wenn hier der Knoten noch rausschaut, den könnt ihr noch so ein bisschen reinschieben, damit der später nicht mehr auffällt. So, ich ziehe noch ein bisschen nach, weil der gefällt mir noch nicht. Wenn ihr die Zange verwendet, passt auf, dass ihr nicht abrutscht, sonst reißt ihr da Fäden raus. Das sieht dann überhaupt nicht mehr schön aus und das kann man auch nicht mehr retten. Also wer Fingernägel hat, feste Fingernägel, da ist es super, aber da kann ich leider nicht mit dienen. Ich muss eine Zange nehmen. So. Hier seht ihr, das ist jetzt schön in der Mitte, der Verschluss zwischen den Ohren. So, wenn euch hier dann ein bisschen was rausspitzt, ihr könnt das so ein bisschen zusammendrücken. Wird das auch noch ein bisschen hübscher. So, wenn jetzt mehr oder weniger alles richtig ist, dann habt ihr, wenn ihr jetzt das nach oben klappt, die Farben jeweils versetzt. Ja? Und hier geht jetzt auch einfach weiter, ganz normal wieder ein Diamantknoten, dieses Mal mit zwei Strängen. Die oberen gehen also einmal über den Finger drüber. Die hier unten
gehen hier über meinen anderen Finger und wandern auf die Seite wieder rechts. So, die machen wir so eine Schlaufe. Da müsst ihr jetzt gucken, dass die immer exakt auf der richtigen Seite liegen. Also jetzt nicht verdreht, das rächt sich später, indem er ewig rumfummeln muss. Das legt ihr dann hier drüber. Ich hoffe, ihr seht es schön. Dann gehe ich mit dem ersten, also hier sind ja zwei, mit dem ersten gehe ich unter den beiden durch, nach oben und ziehe das durch diese zwei Schlaufen auf der anderen Seite wieder raus. Also oben drüber, unten durch, oben drüber. Dann mit dem selbe schaut, dass ihr außen bleibt und jetzt nicht hier vorne reinfädeln, sonst verdreht ihr das, sondern eben auch hier hinten. Damit ist die erste Hälfte vom Diamantknoten geschafft. Die könnt ihr jetzt noch ein bisschen festziehen, damit ihr genug Cord dann habt für die nächste Runde. So, ich schiebe jetzt meine Fingerkuppe so ein bisschen hierher, dass da das Loch ein bisschen weiter aufgeht. Dadurch wird der Knoten schon mal runder. Dann nehme ich mir von oben den ersten Cord unter denen durch und dadurch automatisch auch an dem unteren hier vorbei, was bei dem Hals dran ist. So, den gebe ich hier rein, halte mir den fest und hole den zweiten hier oben, den führe ich außen entlang dran vorbei in dieselbe Richtung. So. Dann von den beiden, den oberen, an diesen vorbeiführen. Und jetzt kann man hier den Finger schon rausnehmen. Das bleibt jetzt sehr stabil eigentlich. Den hier unten auch in der Mitte hier rauskommen lassen. Und das zweite auch an dem vorbei. Hier rein. So, dann könnt ihr das schon mal festziehen. Jetzt hat er aber einen ziemlich langen Hals, das sieht ein bisschen doof aus. Da schnappt ihr euch jetzt auch wieder wie beim kleinen Diamantknoten und zieht das fest. Und zwar Runde für Runde. Manche sind länger, manche sind kürzer, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, unterschiedlich ziehen, dass das einfach fest ist. Eben erstmal einzeln. So. Das sind die zwei hier. Den hier festziehen und den hier. Und jetzt ist es auch wieder, die zwei kamen hier unten raus. Die Verlängerung ist der Hals. Das also rausziehen hier. Und dann auch wieder einfach in der Runde weiterarbeiten. Ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu lasch, also sehr weich der Knoten, das mag ich nicht. Also ziehe ich noch mal nach, nehme ich meine Zange. Und da auch wieder aufpassen, rutscht nicht ab, sonst sind Fäden gezogen, das ist nicht hübsch.
könnt da auch mehrfach drüber gehen, so lange bis ihr mit dem Knoten zufrieden seid, dass alle Seiten gleichmäßig fest sind. Hier seht ihr vielleicht, der bunte ist ein bisschen lockerer gewesen. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir den Hasenpuschel. Sucht ihr euch eine Seite aus. Welche ist die schönere oder nicht so schöne? Oder wo sieht es mehr nach Gesicht aus, wo mehr nach Popo? Das ist einfach so ein Gefühlsding. Da schnappt ihr euch dann euren Cord, den Typ 1 mit der Nadel. Und ich mache jetzt hier den Popo dran. Das heißt, ich versuche hier reinzustechen. An dem Cord hier durch. Schaut, dass ihr den Mantel von den anderen nicht unbedingt verletzt und zieht das durch. Kann man die Nadel abmachen. Dann ist ein bisschen angenehmer zum Händeln. So, ihr habt jetzt hier das so durchgefädelt. Und auch hier einfach wieder ein Diamantknoten. Also ich lege hier meinen Finger drauf. Klapp den hier oben drüber. Dann mache ich hier wieder meine Schlaufe. Ist ja eigentlich egal, wie man sie macht. Hauptsache, ihr habt hier die Schlaufe. So, der muss unten liegen, das oben. Dann dieses Ende geht hier wieder unten durch, oben drüber, unten durch und oben drüber. Dann habt ihr hier wieder diesen Knoten. Das obere Ende geht hier wieder unten durch und kommt aus der Mitte raus. Und dieses Ende wieder an dem Cord vorbei und schaut auch in der Mitte raus. Das könnt ihr jetzt einfach mal so festziehen. Ich bin da ein ziemlicher Sparfuchs, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht mehr so viel von meinem Typ 1 übrig. Ich suche mir jetzt das Ende oder die Schlaufe von meinem Anfang und ziehe den so ein Stückchen raus. Da muss ich später nicht so viel davon wegschneiden und habe nicht so viel Müll und kann es noch mehr verwenden. Da marschiere ich jetzt einfach, wie bei den anderen Knoten auch, ziehe den fest. Bei der ersten Runde achtet ein bisschen darauf, dass ihr den nicht durchzieht. Das ist sonst ein bisschen, dann müsst ihr von vorne anfangen. So, jetzt sind wir hier schon angelangt. Die erste Runde ist erledigt. Dann fädeln wir das an diesen Hasenpopo dran. Haltet mit dem Finger fest. So. Dieses Cord geht jetzt hier entlang. Ich hoffe, ihr seht das. Einfach hier anziehen. Das macht ihr jetzt am besten ganz fest. Damit fixiert ihr das gut am Popo. Ja, da gut festziehen. Und danach geht es einfach weiter. Meine Fingernägel machen nicht mit. Nehmen wieder die Zange. Wo kommst du jetzt her? Nicht sicher seid, wo welcher Cord ist, einfach vorsichtig dran zupfen.
Der meldet sich dann schon. Runde beendet. Dann zieht ihr das gescheit fest und schnappt euch dieses eine Ende nochmal und zieht da auch nochmal gescheit dran. Der hat sich nämlich ein kleines Stückchen gelockert. Damit habt ihr euer Puschel da dran. So. Dann wird es nur noch abgeschnitten. Ungefähr, ja, das sind 2, 3 mm, lasst ihr stehen. Schneidet ihr ab. Und für das Festdrücken, da könnt ihr entweder eine Zange, ein Messer oder sonst was nehmen. Ich habe hier so eine kleine Metallbox. Ich flamme das hier ab. Und drück's platt. Dann geht da auch nichts mehr auf. Das ist fest. Für den Rest. Ich schneide die ungefähr auf der Höhe ab. Das sind 4 mm vielleicht. Lasse ich stehen. Das wird auch abgeflammt. Ich bin begeistert, mein Feuerzeug geht aufs erste Mal. Dass das richtig schön schmilzt. Und das setze ich dann auch einfach hier auf meine Dose drauf. Der geht dann auch ganz einfach runter. Damit ist der Boden schön glatt. Das Häschen kann sogar stehen. Jo. Dann ist es fertig. Und ihr habt da so ein Puschelchen dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nacharbeiten.